Hallo, willkommen im Jugendtreff Vögelsen. Ja, herzlich willkommen hier im Jugendtreff Vögelsen. Wir sind hier auf unserer Big Couch im Chillraum und wollen mal erzählen, was wir die letzten Wochen beim Filmprojekt alles gemacht haben. Ja, und erzähl doch mal, Ben, Mensch, was haben wir gemacht? Wir haben eine Rennbahn für unser ferngesteuertes Auto gebaut. Und was haben wir mit Bällen und Ringen gemacht? Hast du ja auch mitgemacht. Mit den Bällen und den Ringen hin und her geworfen. Also wir mussten einen Ball in einen Ring treffen und dann... Ach, ich muss los. Tschüss. 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 Wir haben drei Gruppen gemacht. Eine da, eine in der Mitte, eine hier. Und jede Gruppe hatte anderthalb Stunden Zeit, um eine Rennbahn zu bauen für ein Cross-Auto. Ich muss los. Tschüss. 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 Hier, das war eher so mit bergig. Im mittleren Raum, das war eher so über Brücken mit dem Auto fahren. Weil wir haben dort die Tische auseinandergezogen und dann mit Pappe darüber eine Brücke gebaut. Und im letzten Raum, da war es dann über Pappröhrchen rüberfahren. Und die Pappröhrchen lagen auf einem Schrank, sodass wenn man... Weil das da ziemlich schwierig war, dass man so fährt, dass das Auto nicht herunterfällt. Und da ist es uns auch schon einmal fast runtergefallen. Das mit dem Festplatz, wo wir da den großen Parcours hatten und sogar auch eine Rampe, da fand ich ziemlich lustig. Und ich konnte auch einmal das Offroad-Fahrzeug steuern. War gar nicht so einfach, wie es aussah. Obwohl immer, wenn ich da auf die Rampe fahren wollte, da bin ich entweder daneben gefahren, hab die halbe Rampe mitgerissen oder es hat einfach nicht geklappt manchmal. Aber das liegt auch sehr mal daran, dass es schon sehr dunkel war und man hatte nur das Licht vom Fahrzeug und dann kriegt man das nicht so gut hin. Hatte ich irgendwas mit den Perspektiven? Ja, wir haben noch was mit den Perspektiven gemacht. Wir haben einen Hut hingeworfen und haben dann auf dem Hut getanzt. Außerdem habe ich einen Mann gegessen. Und ich habe, noch Leute ausgemiest. Dann wurde es aber halt dunkel und dann mussten wir dann halt zurück. Ja, also beim Billard, da haben wir versucht, mehrere Zufallskombinationen einzulochen. Also beispielsweise zwei Leute rollen eine Kugel von anderen gegenüber und dass sie dann beide gleichzeitig reingehen und so, das hat dann ganz schön oft also nicht geklappt. Und ja, man hat sich geärgert, aber man hat sich dann umso mehr gefreut, wo es geklappt hat. Wie hast du das empfunden? Ja, das war mal sehr schwierig, aber meistens, dann war es mein Glück und dann fand ich das auch sehr gut. Das war alles nicht mit Computergedöns nochmal nachgestellt, das haben wir alles selber geschafft. So. Und eine Gruppe hat auch unten im Raum A mit den Bällen und mit den Reifen was gemacht. Und wenn man bedenkt, dass wir nur 2 Stunden so circa einmal die Woche hatten wir, immer 2 Stunden, da haben wir schon was ganz Gutes hinbekommen. Und jetzt ab! Außerdem muss ich los. Gut, dann tschüss! Tschüss! Tschüss. Haben wir noch die Schaukelversuche auf dem Tarzanschwinger gemacht. Der Tarzanschwinger ist tatsächlich jetzt fertig geworden. Jetzt haben wir das Jahr Ende 2018 und angefangen hat das mit Umfragen. Alles, ja, so vor 3,5 Jahren und jetzt ist es tatsächlich vom TÜV abgenommen und ihr dürft alle raufen, das haben wir alle gemacht. Es macht auf jeden Fall, glaube ich, allen ganz schön Spaß. Und wir haben in den letzten Jahren ja viel gebaut und immer wieder auch Aktionen gemacht und viele Gelder gesammelt
Und wir machen natürlich hier vom Jugendtreff aus sowieso ganz viele Aktionen und Ausflüge. Wir haben ein riesengroßes Ferienprogramm mit über 40 Programmpunkten und Herbst- und Frühlingsprogramm. Und unsere ganzen hart eingesottenen waren auch schon überall mit, in Paris, mit dem Tropical Island, mit dem Baikal Mai. Diese Ferienprogramme sind immer bei uns auf der Internetseite erhältlich und unter Badeweg zu finden, unter der Samtgemeinde Badeweg, Abteilung Jugend. Und wir drucken auch immer alles aus und es gibt Hefte und jedes Kind kann das finden und jeder Jugendliche kann mitkommen. Ja, wo warst du, Simon? Erzähl. Nee, oder erst Martin. Sommer, wo warst du? Ich war bei dem Live-Action Roleplay, also LARP. Das ist, wo man sozusagen in die Rolle von im Mittelalter schlüpft und da dann das sozusagen nachspielt. Ich war noch beim Quadfahren in, wo war das? Bisping. Und da haben wir halt so Quads zur Verfügung gekriegt und damit konnten wir dann über so eine Strecke fahren. Das ist auch schon oft gemacht. Und du, Simon? Ja. Ich war in Paris mit, ich war bei Karl May, bei den Karl May-Festspielen in Bad Segeberg, im Heidepark Soltau und. Und bei unseren Projekten. Und bei unseren Projekten war ich auch mit dabei. So. Ja, stimmt. Und ich bin neu und ich war nur beim Filmprojekt. Das stimmt. So, und Dennis? Ich muss gerade überlegen, für so viele Dinge weiß ich nicht. Dennis ist unser Helfer für alles. Genau. Ich muss direkt los. Ja, super. Dann bye bye. Ciao. Tschüss. Ich muss jetzt auch los. Ich muss jetzt auch los. Genau. Tschüss.